Hallo und willkommen zurück zu Life is Strange. Wir verlassen und werden gleich die Werkzeugkiste holen. Was, das ist doch nicht die Musik von der Mutter, oder? Gehen wir nach unten. Here goes. What are the chances I can avoid Mom or David? Null, würde ich schätzen. Ich schätze, du hast einfach null Chancen, den beiden aus dem Weg zu gehen. Ach ja, Chloe. I'm flipping them over. Not yet, I told you. 3 minutes each side. They're gonna burn. Oh, you're the expert now. I can't stand it. I'm telling you, it'll make a mess. You know, you don't have to make me breakfast. I'd settle for flowers. You cook all the time. I want you to have a break at home. You are one class act, David Madsen. Mom actually looks pretty happy right now. Sie sieht wirklich sehr glücklich aus, also. Es ist schwer für Chloe. Aber das Leben geht weiter. Hey, who's there? Oh, oh. Hey. Chloe, your hair. When did you... Was this for the play? I heard you performed last night. Nope. I mean, I did, but this is something different. None of that matters now. Oh, I am so glad to see you. Good to see you, Chloe. Coming home was a smart decision. Ich bleibe nicht lang, kommt mir nicht wie zu Hause vor. Alles Gute zum Muttertag. Also, ich bleibe nicht lang und kommt mir nicht wie zu Hause vor. Es wäre wahrscheinlich etwas, was Chloe sagen würde. Ich persönlich würde es nicht sagen. Ich würde sagen, alles Gute zum Muttertag. Happy Mother's Day, Mom. Thank you, sweetheart. I didn't get you anything. Having you back home is present enough. I'm just here to pick up something. Then I have to go. Are you coming home tonight? Mom, I don't know. I wish you would tell me what you're up to. Mit Rachel rumhängen, mach dir keine Gedanken. Ja, sag, ja, warum sollte sie es denn nicht sagen? I'm just hanging out with Rachel. Oh, how is Rachel? I was telling David about the play and you being in it. I really gotta go. Listen, wait. Before you go, David has something to say to you. It won't take but a minute. Oh. David ist nicht so ein mieser Kerl, aber ich weiß nicht. I don't think this is the best idea. You already promised. Chloe, I've made an agreement with your mother to trust you from now on. Really? What does that mean? It means that from today forward, I'm going to take you at your word. So, if you say you haven't been smoking or drinking,
Then I'll just leave you be. Even though she had pot yesterday. David? The idea is you should feel comfortable here, Chloe. David's not going to question you, and neither am I. Lügner hat mein Zimmer durchsucht. Genialer Plan, Leute. Wir wissen ja nicht, von wann die Vereinbarung ist. Also es kann ja auch sein, dass die Mutter ihn erwischt hat, wie er das Zimmer durchsucht hat. Und dann gab's Zoff. Wir spielen mal mit. Well, this sounds like it's doomed to fail, but hey, kudos for trying. Chloe. What? I really meant it. Good job. Can we be done now? Wait, one second. Don't go, Chloe. I've been meaning to show you something. Maybe now's a good time. This is my friend Phil Becker. We served in the same unit. Two tours. Becker was killed near the end of our deployment. Roadside IED. We used to joke about all the trouble we were going to get into once we got back home. But he died. He died, and I didn't. And I think about that fact every damn day. The point is, I've had my share of grief. I know what you're going through. So I guess what I'm saying is, I'm here to do whatever I can to help you get over the loss of your dad. Please, I'm begging you. Give David a chance, won't you? Here. Why don't you keep this photo for a little while? Think about what I've said. Ich sagte ja bereits, David ist nicht so ein mieser Typ, wie er scheint. Ich meine, er macht die Mama glücklich und er versucht's. Er ist halt einfach, er kann's halt einfach nur nicht. Und wenn er einfach öfter so wäre, wie er gerade jetzt ihr gegenüber gesprochen hat, dann wäre das Ganze wahrscheinlich auch viel einfacher für die beiden. David kann nicht aus seiner Haut, Chloe kann nicht aus ihrer. Und, trotzdem glaube ich, dass wenn die beiden wirklich mal aufeinander eingehen würden, dass die wirklich auch sogar ein gutes Verhältnis miteinander haben könnten. Ich neige dazu, das Gute in David zu sehen und deswegen nehmen wir das Angebot an. David looks so young. And this Phil guy. They look close. Thank you, David. Oh, Chloe. Mom. I'm just so proud of you both. Mom, I really need to go. Be careful out there, Chloe. I love you, sweetheart. All right. Ja, Mama, ich hab dich auch lieb. Ich liebe dich auch, hallo? Chloe. Ah, sie ist manchmal... Na. What the hell?
Er zieht halt ein. Just gotta grab Dad's toolbox and then get out of here quick. What's the matter, David? Don't want any more decorations inside your toolbox? Stimmt. Das hatte ich vergessen. Wir haben die ja voll geschmiert. Ja, also wenn ich jetzt rein von Chloes Seite immer entscheiden würde, hätte ich es wahrscheinlich abgelehnt. Aber von meinem Standpunkt her musste ich es einfach annehmen. Und deshalb, ähnlich wie die Entscheidung mit dem Kuss zwischen Rachel und Chloe, ich entscheide nach meinem Gefühl. Wer es ablehnen möchte, kauft euch das Spiel. Ich bin so furchtbar schadenfroh. Better. But still needs a bit more love. I can salvage this beast. I just need to find the right tool for each problem. Okay. Schön. Dingsbums, Zahnriemen, Scheißteil, Radio, Batteriepull. Also Dingsbums und Scheißteil finde ich sehr gut. Es gibt was Neues hier. Max, ich glaube, ich will ein Tattoo. Ja, ich weiß, es ist permanent, richtig? Aber das ist das Ding, das ist es nicht. Nicht wirklich, weil wir alles andere als permanent sind. Komisch, wie viel simpler das Leben ist, wenn man daran denkt. Wie meine Haare. Ich wollte wissen, wie sie in Blau aussehen würden, also tat ich es. Sieht klasse aus, das stimmt. Eines Tages färbe ich sie komplett blau. Und wenn es mir dann nicht gefällt, was soll's? Sie fallen sowieso alle irgendwann aus. Siehst du, wie das funktioniert? Weißt du, was auch nicht permanent ist? David. Der Arsch durchsuchte mein Zimmer, während ich weg war, und lieferte dann die lahmste Entschuldigung der Welt ab. Er versuchte, eine Verbindung zwischen uns herzustellen durch seinen toten Freund. Was? Okay, eine Eins für den Einsatz. Als ich endlich loskam, bin ich ab in die Garage, die David gerade in seine ganz persönliche Arschlochhöhle umdekoriert. Wenigstens habe ich, wofür ich gekommen bin. Papas Werkzeugkasten. Ich wette, die Idee, dass ich mit seinem Werkzeug ein Auto repariere, würde ihm gefallen. Auf zum Schrottplatz, um herauszufinden, ob ich den Truck zum Laufen bringen kann. Ich weiß, es ist nicht dauerhaft, aber ich hoffe, die Bestie hat noch etwas Leben in sich. Chloe, die Abwaschbare. Eine neue Nachricht von David. Chloe, David hier. Hat Mama dir meine Nummer gegeben? Ja, hat sie. Ich habe gesehen, du hast den Werkzeugkasten deines Vaters mitgenommen. Arbeitest du an einem Projekt? Mehr oder weniger. Welche Art von Projekt? Sorry, ich bin gerade etwas beschäftigt. Nun, ich bin froh, dich an etwas Interesse zeigen zu sehen. Weiter so. Ja, das ist halt so typisch David. Der würde ihr wahrscheinlich sogar helfen. Kühlerverschluss, Zahnriemen, Benzinfilter, Schraubenzieher, Zahnriemen. I can definitely see some problems. Just need to match them to the right tool. Ja, also ich bin technisch super. Guck dir das mal an. Okay. This thing is going to the fuck up. Das ist rausgebaut. Jetzt kannst du pusten. Pust mal. Ist bestimmt keine gute Idee. Maybe. Sick. Ah. Okay.
Kunstfleck ansehen und Graffiti. Ernsthaft? Ne, ja, dann schmieren wir halt da dran rum, ne? What? Rabe oder Löwe? Wir entscheiden uns für den Raben. I know. Sehr cool. When life gives you gunk, make art, I guess. Ja. Wir können auf jeden Fall das Radio einschalten und das machen wir. Und dann überprüfen wir den Zahnriemen. We've got a special treat for all you Sunday Funday listeners out there. Live and it's pretty loose. How can I tighten it? One of the Bay's hottest new bands. Say hi to the fans, Skip. Hi, fans. Now, Skip, I understand you work as a security guard at Blackwell Academy. Is that true? I used to. Much better. I quit, actually. Really? Well, hold on to your horses, folks. Skip Matthews of Pisshead is in his badge and Im Radio wird gerade like Skip interviewt. Finde ich voll geil. Zange, Schraubenzieher. Ich würde sagen, wir überprüfen das hier mal. This thing seems pretty gunked up. If anyone complains, what do you tell him, Skip? I think I should move on to something else. Warum? The distributor cap looks pretty gross. I need something small to scrape the gunk off the cap. Okay, dann ist es nicht der Schraubenschlüssel, sondern der Schraubenzieher. Und dann machen wir mit dem Scheißteil hier. That should help keep shit distributed. Well, fuck. Bring's wieder an. Go back from whence you came. Okay, es gab eine neue SMS. Gesundheitshinweis wegen Luftqualität. Noch immer, also Feuer ist immer noch aktiv. Mittlerer bis schwerer Rauch erwartet. Begrenzen Sie Freiluftaktivitäten. Ja, gut. Looks like someone tried to patch this thing up. Sometime before I was born. At this point, I think that ancient duct tape is better than anything I can do. Better leave it be. Können wir eigentlich einen Sender wechseln? Nee. Musik aufdrehen würde ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich finde die Lautstärke sehr angenehm. Maybe this connection is pretty shaky. I could fix this battery post if I could get a good enough grip on it. Ja, dann nimm dir die Zange. There. Fits like a deadly electric glove. Spark plugs busted. Carbon deposits. Of course. Please, I need you.
Ja, geil. Ja. Junkyard Queen, where are you at? Hey. Holy shit. Your hair. It's so... badass. I was gonna say hot. But yeah, badass too. Hey, not sure if you saw, but someone moved your truck. No way. Should we check it out? Hey, Price. Nice wheels. You're early, Frank. What's the occasion? It's his fucking bar mitzvah. Frank here's becoming a man. Aren't you, big guy? What's he doing here? What do you think? We're not dealing with a couple of dime bags anymore, Chloe. Where's the money? Oh, scheiße. Dieser verkackte Damon Merrick. Ich hasse den so sehr. Und deswegen machen wir einen kurzen Cut. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Ciao.